Hallo, schön, dass du wieder dabei bist für den zweiten Teil von unserem Programm Yoga Meets Pilates. Wir werden fit in 4 Wochen. Ich hoffe, du hast die Zeit gefunden, das erste Programm ein paar Mal zu machen, denn wir wollen die Intensität jetzt eine Idee steigern. Ein bisschen. Let's go. Wir kommen wieder in unseren Vierfußstand, wollen uns zunächst wieder ein wenig erwärmen. Schau, dass die Hände unter den Schultern stehen, die Knie unter der Hüfte. Du atmest hier ein, längst den Rücken. Ausatmend, roll dich ein. Wirbel für Wirbel, zieh den Bauchnabel dabei gut zur Wirbelsäule. Einatmen, spann dich auf. Ausatmen, dich schön einrollen. Bauch aktiv, nochmal ein. Und von unten heraus dich gut einrollen. Einatmen, länge dich. Setz die Zehen auf und finde ausatmend in deinen Hund. Strecke dich, mach dich lang. Wenn du magst, hier wieder ein wenig walken. Abwechselnd die Fersen in den Boden schieben, um die Länge in der Beinrückseite dadurch ein bisschen mehr zu bekommen. Und finde dich ein in deinem Hund, richte dich gut ein, streck dich, länge dich. Kopf und Nacken entspannt, lass den Atem fließen. Finde von hier in eine Brettposition, tauch nach vorne, schau, dass deine Schultern wieder gut über den Händen stehen, zieh die Fersen über die Zehen, halt den Unterbauch, Kraft aufbauen und dann bring die Knie zur Erde und lass dich mit engen Ellbogen eintauchen. Schulterblattspitzen wollen tief nach unten zu den Fersen, schau, dass die Füße gut auf der Erde aufliegen. Aus der Länge heraus einatmen, die kleine Kobra. Ausatmend, hol dich zurück. Zweimal mehr, wollen den Rücken erwärmen. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, finde zurück. Nochmal ein. Und aus. Einatmend, hol dich in die kleine Kobra und komm über die Knie in deinen herabschauenden Hund. Und wenn der Hund noch Mühe macht, einfach die Knie mehr beugen und dich auf die Rückenstreckung konzentrieren. Du atmest ein und mit dem Ausatmen schau nach vorne, beide Füße setzen vor. Schau, dass die Füße hüftweit geöffnet stehen und lass dich über die Beine aushängen, eintauchen. Auch hier kannst du gerne die Knie beugen. Wenn es dir gut tut, locker den Nacken ein wenig. Ja, nein, nein, nein. Schau, was sich wohlig und stimmig anfühlt. Nochmals tief ein und aus. Wir wollen von hier aus den Rücken strecken, halt den Unterbauch und über die Bauchkraft mit langem Rücken steig nach oben auf, atme ein und ausatmend bringen wir die Hände vor den Herzraum. Mit dem Einatmen die Arme wieder weit auffächern, ausatmen über gebeugte Knie, lass dich in deine Vorwärtsbeuge eintauchen. Länge mit dem nächsten Einatmen den Rücken, gerne mit gebeugten Knien. Und lass dich ausatmen, nochmal über die Beine eintauchen. Einatmen, nochmal den Rücken längen, Bauch ist fest und dann steig zurück in dein Brett. Stabilisier dich hier für einen Moment, lass den Atem fließen. Schau wieder, dass die Fersen über die Zehen ziehen, dein Unterbauch hält. Und mit deiner nächsten Ausatmung tauche ein in Bauchlage. Die Zehen wieder lang, die Schultern tief, aus der Länge heraus, die kleine Kobra einatmen. Komm ausatmen, nochmal zurück. Einatmen, hol dich hoch, über die Knie, wieder in deinen herabschauenden Hund. Strecke dich, länge dich. Denke dran, die Sitzbeinhöcker wollen hoch Richtung Decke scheinen. Der Brustkorb möchte sich weiten und strecken und die Finger sind weit gefächert. Atme hier nochmal tief ein, ausatmen, schau nach vorne, beide Füße setzen wieder vor. Lass die Füße wieder gut hüftweit geöffnet stehen und tauch über die Beine, die kannst du gerne wieder beugen. Schau, dass du immer so praktizierst, dass es für dich stimmig ist. Knie noch mehr beugen, länge den Rücken, halt den Bauch und über die Bauchkraft steig nach oben auf. Ein und aus. Wir lassen das fließen. Einatmen, länge dich. Und ausatmen, tauch ein in deine Vorwärtsbeuge. Einatmen, streck den Rücken, gerne die Knie mehr beugen. Ausatmen, setze wieder beide Füße zurück für dein Brett. Bau die Kraft auf.
Einatmend Knie zur Erde, ausatmend eintauchen. Finde die Länge hier wieder Schultern tief. Einatmend in die kleine Kobra und ausatmend zurück in deinen herabschauenden Hund. Finde die Länge und bleibe beim konzentrierten Atem. Wir gehen weiter. Du schaust nach vorne und setzt nur den rechten Fuß jetzt vor zwischen deine Hände und setzt hinten den Fuß flächig zur Matte. Schau, dass der Fuß sich gut aktiviert. Steig nach oben auf und fächer dich hierbei auf für den Krieger 2. Achte darauf, hier möchte die Hüfte öffnen. Du holst dir das Schambein ein wenig hoch und hast Kraft in die Arme. Ein stolzer Blick über die vordere Hand. Und wir machen das ein wenig dynamisch. Du streckst die Beine, du streckst die Arme, schaust nach oben, atmest ein und lässt dich ausatmend wieder tief in diesen Krieger eintauchen. Einatmend, länge dich. Und ausatmend, tauch tief. Zweimal mehr, einatmen. Und aus. Richtig schön Atmung und Bewegung miteinander verbinden. Ein. Ausatmen, hier bleiben. Lass den Atem fließen. Jetzt setz den Unterarm ab. Zieh den Arm hoch. Lass die Schulter am Gelenk und spann dich mal richtig schön über die ganze Länge, über die Seite auf. Atem fließt. Schau auch, dass das hintere Bein gut stabil geerdet ist und dich auch mitträgt. Jetzt lass den oberen Arm kreisen, finde nach unten, hol dir hinten die Ferse hoch und tauche tief und lass das hintere Knie zum Boden tauchen, leg den Fußspann ab. Du merkst schon hier jetzt den Zug hier vorne in der Hüfte, Hüftbeuger-Stretch, den wollen wir einfach nur mal halten. Atme und lass dein Kiefergelenk los. Zwei Atemzüge hier noch, nur halten. Und immer nur so weit in diese Dehnpositionen gehen, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Jetzt setzt du hinten wieder die Zehen auf und holst dich hoch in deinen herabschauenden Hund. Und wir wollen jetzt hier eine kleine Core-Sequenz mit einschieben. Das machen wir im Yoga gerne oder auch im Pilates ist genau diese Abfolge auch vorgesehen. Plankposition oder im Yoga sagen wir Brett. Die Hände schieben fest in die Erde, halt den Unterbauch und gib jetzt ganz viel Kraft in dein Core, wenn du dein rechtes Knie anziehst Richtung Brustkorb und es wieder längst. Mit dem Ausatmen linkes Knie ranziehen und wieder längen. Das im Wechsel. Aus und ein. Und aus und ein. Und mit jedem Ausatmen richtig gut die Mitte aktivieren. Den Bauch flächig nach innen oben ziehen. Noch einmal. Und geschafft. Schieb dich hoch nach oben in deinen Hund. Atme durch. Und dann gehen wir durch diesen Kriegerflow auf der anderen Seite. Du setzt den linken Fuß vor zwischen deine Hände. Und hinten den Fuß wieder flächig zur Matte. Stabilisiere das. Tauche auf. Und fächer dich auf für deinen Krieger. Denke dran, hier wieder gutes Schambein nach oben. Die Hüfte will sich weiten. Kraft bis in die Fingerspitzen. Und wieder den Krieger fließen lassen. Einatmen, streck dich. Ausatmen, tauche in die Position hinein. Und ein. Und aus. Lass Atmung und Bewegung wieder ganz bewusst verschmelzen. Einmal noch ein und aus. Bleibe. Dein Atem fließt weiter. Leg den Unterarm ab, zieh den Arm nach oben, lass die Schulter im Gelenk und spann dich hier richtig schön über die ganze Fläche, über die ganze Seite auf. Atmen. Und dann zirkel den oberen Arm, bring beide Hände zurück zur Erde, hol dir hinten die Ferse hoch und setz das hintere Knie zum Boden ab. Leg den Fußspann ab. Und kurz hier halten für unseren Hüftbeuger-Stretch. Du merkst schon hier vorne die Dehnung, geh nur so weit hinein, wie es für dich stimmig ist. Und einmal mehr, entspann dein Kiefergelenk. Zwei Atemzüge.
Und dann streckst du das hintere Bein und holst dich zurück in deinen herabschauenden Hund oder im Pilates der V-Stretch. Wir wollen jetzt Planke und V-Stretch oder herabschauender Hund und Brett miteinander verbinden. Länge dich hier, atmest ein, ausatmen, Kraft im Chor und eintauchen in die Planke. Einatmen, dich hier zu strecken und ausatmen, ganz viel Kraft in die Mitte, in den Chor. Und einatmen, länge dich, ausatmen, Kraft in den Chor. Zweimal noch durchhalten, ein und aus und ein und aus. Super. Bring die Knie zur Erde. Halte hier. Jetzt gebe ich dir zwei Varianten. Wenn du noch was für deinen Chor machen möchtest, gerne einfach nur den Beckenraum hier ein bisschen tiefer tauchen lassen. Du kannst die Hände weiter nach vorne setzen. Dann merkst du schon, oh, hier muss ich richtig gut stabilisieren aus dem Unterbauch. Stufe 1, halte das. Wenn du stattdessen lieber was für deine Arme machen möchtest, komm mit mir für die Push-Ups. Das heißt, du tauchst tief ein mit engen Ellbogen und schiebst dich wieder hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Und am besten schenk dir dabei selbst ein Lächeln. Dann ist es nicht ganz so anstrengend. Einmal noch tief und hoch. Und der letzte Pusher langsam führt dich zur Erde. Und du legst dich ganz ab. Geschafft. Mach ein Päckchen mit den Händen. Leg die Stirn ab. Und kannst mal ein wenig das Becken hin und her rollen. Lass kurz los, atme durch, um dann auch schon im nächsten Moment wieder Grundspannung aufzubauen. Länge die Beine, streck die Zehen, finde den Atem. Jetzt ganz bewusst in die Idee von Pilates, Powerhouse aktivieren, mit jedem Ausatmen, Unterbauch, Bauchnabel flächig nach innen oben und dabei die Sitzbeinhöcker zueinander zur Mittellinie arbeiten lassen. Richtig gut die Kraft hier aufbauen. Und aus dieser Kraft kommen wir ins sogenannte Swimming. Du nimmst die Arme nach vorne, ziehst die Schultern wieder gut zurück. Nasenspitze zeigt zur Matte. Und dann lässt du dein rechtes Bein und den linken Arm ungefähr nur so 5 cm aufsteigen. Mit der Idee, dich hier zu längen und zu strecken. Und bringst das gemeinsam wieder tief. Und dann die andere Seite. Arm und Bein aufsteigen lassen, länge dich, streck dich und bring das tief. Nimm den Atem mit ein, ausatmen, lift up, ein und aus. Und halt dabei immer wieder ganz gut die Kraft aus der Mitte, die du auch mit dem Einatmen trotzdem hältst. Ne? Niemals ganz loslassen, aus und ein und aus. Und ein. Mach weiter und spiele auch gerne mal mit dem Atem. Wenn du feststellst, mir fällt es aber einfacher, mit dem Einatmen nach oben zu gehen, dann praktiziere das. Jede Seite noch einmal. Und dann lass alle Viere nochmal schweben, halte, atme und löse das auf. Päckchen mit den Händen. Und nochmal kurz die Spannung rausnehmen, Becken hin und her bewegen. Finde den Atem, finde wieder die gute Grundkraft in deiner Mitte, in deinem Chor. Und dann bring die Arme seitlich an deinen Körper. Die Fingerspitzen zeigen tief. Länge deinen Nacken. Nasenspitze zeigt zum Boden. Wir gehen in den Vogel. Aus dem Yoga kommt der, mit dem Einatmen wieder die Grundspannung aufbauen und dann hol dich nach oben, lass den Atem fließen und wenn du möchtest, bring die Hände hier in einen Flechtgriff. Auch wieder die Idee, ich will mich längen, ich will mich strecken und ich halte die Grundspannung von innen heraus. Bleibe hier noch zwei Atemzüge. Nochmals tief ein und aus und lass das langsam wieder gehen. Mach ein Päckchen mit den Händen und leg die Stirn ab. Kurz durchatmen und dann stütz dich ab und hol dich nach oben. Wir wollen den Rücken für einen Moment entspannen. Setz dich nach hinten in deine Kindsposition
Lass den Rücken gehen. Und dann hol dich hoch, setz dich seitlich ab, komm zum Sitzen. Mal noch eine kleine Runde Core. Wir haben den Core ja in dieser Sequenz in den Flow-Part mit eingebaut. Aber auch hier das nochmal im Sitzen zu praktizieren. Länge dich bis nach oben. Also bis du wirklich fühlst, die Kopfkrone strebt in ihre ganze Länge. Finde den Atem. Vertiefe den Atem und schau, dass du mit jedem Ausatmen immer wieder gut die Mitte stabilisierst. Wir atmen ein, längen uns und ausatmen, höhle den Bauch, ziehen flächig nach innen, runde dich und lasse dich über die gute Bauchkraft langsam nach unten abrollen. Mit dem Einatmen zieh die Arme lang über Kopf, ausatmen, bring die Arme hoch. Hab wieder hier die Orange unter deinem Kinn und über die Bauchkraft hol dich nach oben. Hier streck dich lang, auch gerne die Arme mitnehmen, schau, was für dich passt, atme ein, ausatmen, höhle den Bauch, zieh ihn flächig ein, halte die Kraft und komm tief. Einatmen, die Arme wieder zu strecken und ausatmen, über die aktive Spannung hol dich auf. Hier dich zu strecken, eventuell die Arme nochmal mitzunehmen. Letztes Mal ein. Ausatmen, höhle den Bauch, halt die Kraft. Komm langsam tief, streck die Arme lang ein. Und ausatmen, nochmal nach oben kommen, halt die Orange fest. Streck dich lang und komm tief. Gut gemacht, schon geschafft. Und jetzt schau mal, auch wie in Runde 1, ob es dir zeitlich gelingt, und natürlich braucht es auch ein wenig Motivation, dieses Programm noch mindestens zweimal diese Woche zu praktizieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche zu Part 3 von Werde fit in 4 Wochen. Bis dahin, schön, dass du da warst. Ciao.